Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Montag und ich hatte es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich einfach montags jetzt immer abfrage, wie die Woche welche Wunschtendenzen mitbringt. Also wir schauen einfach tendenziell, für welche Energiequalität ist die Woche hier ganz gut im Kollektiv geeignet. Und natürlich wünsche ich euch hier auch gleich mal einen schönen Wochenstart. Ich bin gespannt. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die immer kommentieren, die Likes da lassen, die meinen Kanal abonniert haben und unterstützen. Ja, die mir Geschenke oder Spenden schicken, alles ist natürlich willkommen. Ich sage es nochmal, ich bin jetzt kein Freund davon, ihr Namen zu nennen oder das so zu veröffentlichen, weil viele es auch definitiv nicht wollen. Und deshalb sage ich allgemein Danke. Also, Wunscherfüllungstendenz. Hat ein oder anderer vor, diese Woche vielleicht eine kleinere Tour zu unternehmen, eine Reise zu planen, vielleicht auch einen Kurztrip? Dann wäre das hier tendenziell möglich. An sich ist es so eine Woche, wo man eventuell Situationen bereinigen kann, wo es so Rückzüge gab, ne? Zwischen irgendwie Kindern und dir, Arbeitskollegen und dir, näheres Umfeld, Freundschaft. Ja, da sieht man einfach, dass es möglich ist, eine Situation, in der es Distanz gab oder wo es Trennungen gab oder Streits, dass man sich da wieder nähern kann, ja? Dass man aufeinander zugeht. Für viele ist die Möglichkeit auch da, jemanden wieder zu treffen, der lange nichts von sich hören hat lassen, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Kann auch jemand sein, der ein bisschen weiter weg von euch ist. Eine Woche, in der Stabilität, Wachstum, Wurzel eine Rolle spielt. Das heißt, das, was ihr hier anstrebt, vielleicht auch jetzt hier speziell in puncto Selbstständigkeit oder ja, Themen, die mit der selbstständigen Arbeit zu tun haben, ist hier ein sehr schönes Weiterkommen da. Und es kann sein, dass ihr hier von Kollegen auch inspiriert werdet, wie Wachstum hinzukommen kann. Nächste Möglichkeit ist hier eine schöne Zeit zu verbringen mit einem Gegenüber, vielleicht auch als Familie mit Kindern, Treffen mit Freunden, auf einen Wunschpartner treffen, Situationen mit dem Partner in Stabilität oder Wachstum zu bringen. Auch hier kann möglich sein für einen oder anderen, dass so trennende Situationen sich beenden, dass man wieder aufeinander zugeht. Auf jeden Fall liegt die Tendenz da, dass etwas wächst, dass etwas Ernte einbringen soll. Es kann natürlich auch für dich selbst sein. Also wir haben jetzt hier das männliche Gegenüber, aber da ja entweder Mann oder Frau gucken kann, zeigt sich für mich an sich so eine Qualität, in der wir irgendwie Plätze aufsuchen, wo wir unser Feld bepflanzen, ja, wo wir selber gucken, wo bin ich mir so loyal, dass ich meine Dinge in die Expansion bringe, dass ich Träume verwirkliche und das auch noch langfristig. Speziell kann es ja auch sein, dass etwas eine Bewegung bekommt, das schon lange zäh war oder hinderlich lief oder immer wieder auch mit Hindernissen verbunden war. Sorry, ich muss einen Schluck trinken. Ja, guckt, ich trinke schon wieder aus der Merry Christmas Tasse, aber das wird wahrscheinlich bis Weihnachten auch noch so der Fall sein. Also definitiv hier, ne? Alles, was so hinderlich lief, nicht stabil war, wo man nicht so richtig drauf losreiten konnte, das darf jetzt hier in Fahrt kommen. Ich habe hier alle Themen, auch die mit Kindern zu tun haben,
die mit Neuem zu tun haben, ein neues Umfeld, eine neue berufliche Situation, ein berufliches Fortkommen, das man hier sieht, ein Weiterkommen. Unten haben wir jetzt noch das Außenliegen. Ne? Vielleicht geht es hier speziell bei deinen Dingen um die Schlagwörter. Ich muss mich zeigen, ich will gesehen werden, ich sehe etwas im Außen, was mir hier Wachstum mitbringen könnte, wo für mich eine große Chance liegt. An sich liegen die Themen so, dass es an allem, was stabil sein werden sollte, eine gute Qualität hat. Wenn du auf irgendeinen Bescheid wartest, der mit den Behörden zu tun hat, so kann hier auch eine Bewegung kommen, vielleicht zunächst mal im Kleineren. Hier wird alles begünstigt, was man Schritt für Schritt tun kann. Ne? Also wenn ich einen Baum pflanze, dann muss ich den eben auch versorgen. Ich muss ihn pflegen. Egal, was du hier neu auf die Welt bringst, es braucht Fürsorge, Schritt für Schritt. Das Ergebnis, was dann hier später zu sehen ist, ist erst die Ernte. Ne? Es geht hier darum, erste Schritte zu unternehmen. Hier haben wir die Unabhängigkeit. Also etwas, was dir persönlich verschafft, Schritt für Schritt in eine stabile Phase zu kommen, in der du eventuell auch Lebensträume umsetzen kannst, die dich sehr frei machen werden, ist hier die zentrale Aussage. Spannend. Ja, die Wunscherfüllungskarte hat hier in dieser Woche die beste Zeit für alle Dinge, bei denen man Stück für Stück, Schritt für Schritt voranschreitet. Und unten haben wir noch, dass wir eben im Hier und Jetzt sind. Das zeigt sich mit dem Baum genau. Ne? Weil wo der Baum ist, da ist so ein Fundament. Da gibt es vielleicht auch manchmal Langeweile oder irgendein Thema, wo man länger dafür braucht. Also nicht so diese Dinge, die jetzt hier ganz schnell gehen und morgen den Erfolg bringen, sondern alles, was man im Hier und Jetzt tun kann, tut man, um später die Ernte des großen, befüllten Baumes zu bekommen. Was sagen denn die die Glücksimpulse dazu? Es geht unter anderem um emotionale Fülle. Das ist das, was man hier sieht. Vielleicht bist du getrennt von irgendwas. Irgendwo gab es Konflikte und Auseinandersetzungen. Und hier geht man wieder aufeinander zu. Man versucht das Beste zu tun, um sich eins zu werden und auch nicht die gleichen Fehler wieder zu machen, die man schon mal gemacht hat, die dann in der Trennung geendet haben. Durchaus auch möglich. Ich habe schon wieder Sprachstörungen. Hier tatsächlich mit einem Gegenüber eine stabile Phase anzustreben, die Zeit zu nutzen. Die Legung ist dann dazu auch noch vom Schutzengel begleitet. Was wollen wir hier mehr? Ich würde hier noch eine Pflanze draufspringen lassen. Und dann würde ich sagen, schönen Start in die neue Woche euch allen. Ja, wir haben den Mond dabei. Hier geht es darum, mit dem Leben wieder zu tanzen. Es geht auch ein Stück weit um ein Neugeborenwerden. Hier natürlich im Bereich der Partnerschaften, Selbstständigen und auch Umgebung, Umfeld, Freundschaften. Man vergisst hier irgendwie, was war, man kann es so stehen lassen und man einigt sich auf etwas Neues und kommt in Bewegung. Vielleicht war dieses trennende Element auch wichtig, um irgendwie unabhängig zu bleiben in seinen Themen. Unten haben wir noch die Kornrade. Die zeigt Ernte an. Ne? Hier hast du den Baum, den du hier pflanzt, der dir hier emotionale Fülle und Ernte mitbringt. Irgendwo ein Reichtum und ein Segen auch für dich emotionaler Art. Mehr Verwurzelung, das Gefühl geerdet und gehalten zu sein.
Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.